Wohin das wohl führt? Vorsichtig! Vorsichtig! Mal sehen, ob ich jetzt nach oben komme. Hier ist nichts, das ich benutzen kann. Thank you.
Endlich. Fortschritt. Und jetzt alles verbinden. Verfaultes Essen. Von Trinity. Wie kommen die in diese Höhle? Der Schlüssel passt. Vielleicht liegt die Antwort da drin. Sairi, hier ist etwas Nahrung zur Verteilung an unsere Leute. Ich wünschte, ich hätte sie früher beschaffen können, bevor du zur Jagd aufgebrochen bist. Vor allem, weil die Verantwortung als älterer Bruder bei mir lag und nicht bei dir. Aber du warst ja schon immer so stur wie der Rest unserer Familie. Die Sachen kommen von Trinity, dieser geheimen Gruppe von Fremden, von der ich dir erzählt habe. Sie haben mir mehr davon versprochen, aber zuvor muss ich etwas für sie erledigen. Du findest mich im alten Dorf. Hinter dem Tor, das zum Schutz der Einwohner vor dem roten Pilz errichtet wurde. Amaru.
Was immer das Geheimnis des Verschlüsselungsrats ist, es geht sicher nicht um den aktuellen Konflikt. Es ist älter und viel persönlicher. Mit etwas Glück finde ich die Erklärung im alten Dorf. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Thank you.
Das muss der rote Pilz sein, den Amaru in seinem Brief erwähnt hat. Er ist offensichtlich tödlich. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Die muss Trinity aufgestellt haben. Sie sollten noch funktionieren. Ich muss die Kanone in die richtige Position bringen. Das Tor diente nicht nur zum Schutz, es sollte das Grab verbergen. Und Amaru wusste, dass es hier war. Die Spuren sind tödlich. Ich kann nicht durch. Aber ich komme nicht durch die Barriere. Das Ding steht nicht ohne Grund hier. Es muss einen Nutzen haben. Thank you.
Ich muss den Wagen unter die Kanone bringen. Ich muss den Wagen unter die Kanone bringen. Ich muss die Kanone anheben. Ich muss den Wagen unter die Kanone bringen. Den Wagen unter die Kanone. Fast geschafft.
So viele Leichen. Ich muss die Spuren umgehen. Wie prognostiziert hat Amaru das sechste Siegel vorbildlich absolviert. Er hat sogar die höchste Punktzahl erreicht, seit es diese Prüfung gibt. Was nicht nur für sein Können, sondern auch für seine herausragende Entschlossenheit spricht. Ich halte ihn für einen mehr als würdigen Nachfolger für meinen Posten. Und er zeichnet mit Dr. Dominguez. Das ist kein Name, sondern der Titel des Anführers von Trinity. PS: Wir werden Paititi umgehend Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, um die Hungersnot zu lindern, wie wir es Amaru zugesagt haben, falls er unsere Sache unterstützt. Der ganze Ort ist ein Test. Amaru wollte Trinity hier seine Loyalität beweisen. Hätte er sich früher verpflichtet, hätten sie ihm die Lebensmittel sofort gegeben, bevor Sairi auf der Jagd getötet wurde. Ich werde nie wieder zögern. Amaru machte seinem toten Bruder ein Versprechen, das kein anderer Paitizianer lesen konnte. Es gibt nur eine Person, die mir das bestätigen kann. Du bist's wieder. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Ich glaube schon. Mehr als erwartet sogar. Du wirkst besorgt. Was beschäftigt dich? Hast du Amaru hier je wieder gesehen? Nach der Hungersnot? Du meinst nach dem Tod seines Bruders? Wie gesagt, sie waren unzertrennlich. Als Sairi starb, fand auch ein Teil von Amaru den Tod. Nicht viel später kam er noch einmal her, aber danach nie wieder. Er verschrieb sich vollständig dem Kult von Kukulkan. Ich nehme an, der Tod seines Bruders hat alles verändert. Danke. Du hast mir wirklich sehr geholfen. Koryanka hatte recht. Das Rad ist wichtig für Amaru. Es könnte sein wertvollster Besitz sein. Wir haben keinen Grund und kein Recht, es ihm nicht zu geben.
Unuratu und ihre Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Dominguez hat Unuratu. Hast du Vorräte? Hallöchen. Siehst du etwas, das dir gefällt? Die Götter sind für uns. Dafür habe ich nicht genug Platz. Komm bald wieder. Wie geht's? Was brauchst du? Ich bin immer bereit zum Handeln. Gib ihm das hier. Amaru! Was wollte die unverschämte Priesterin? Was? Wie? Her damit! Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Was für ein Chaos.